Achtung! Der nachfolgende Beitrag könnte bei Zuhörern mit festgefahrener Sichtweise starke Emotionen auslösen. Bei nachfolgender Verwirrung oder geistiger Auswirkung haftet nicht der Videoersteller. Augen auf Runen. Folge 1. Ursprache der Menschheit. Am Anfang war das Wort, steht in einem sehr alten Schriftstück. Könnte damit etwa die Ursprache bzw. die Runen mit gemeint sein? Beinhalten sie anhand ihrer ausgesprochenen Laute besondere Kräfte? Entstammen alle anderen Sprachen und Schriftarten aus ihnen? Wurde deswegen die Runenlehre damals durch den Vatikan verboten und mit Feuer und Tod erwidert? Und warum zeigt die dicke Geschäftsführerin der Brit ständig mit ihren Händen eine sogenannte Os- bzw. Othil-Rune? Erzeugt sie dabei eine Art Magie? Werden deshalb auch beim Yoga Runen erzeugt? Und erzeugen wir im Schlaf eine Runenposition? Fragen über Fragen, die ich anhand meiner Recherchen in dieser Videoreihe beleuchten werde. Aber es nicht als absolute Wahrheit aufzeige, denn das muss ein jeder von euch selbst entscheiden. Schaut euch diese Reihe am besten vorurteilsfrei an, denn einiges könnte den einen oder anderen zu starken Emotionen bewegen, da er einiges nicht für möglich halten kann. Ich möchte niemanden damit zu nahe treten, sondern erziele lediglich mit dieser brisanten Thematik Denkanstöße zu geben. Vielen Dank. Die Ursprache der Menschen. Runenmagie ist ohne Kenntnis und Beherrschung der barbarischen Ursprache nicht vorstellbar. Was ist Sprache? Was beinhaltet sie? Zu den Mysterien, die das eigentliche Menschsein bedingen, zählt die Sprache. Dem Wunder der Sprache nachgehen ist ein Hinwandern zu den Wurzeln des Lebens und zu den Quellen der inneren Anschauung. Denn was der Mensch aus seiner geistigen Lichtheimat mitbrachte, das geschah durch das innere Wort und die sprachliche Überlieferung. Die Sprache stellt jene Schöpferkraft im Menschen dar, mit der er sein Denken, Fühlen und Wollen zum Ausdruck bringt. Die Fähigkeit, Gedankenformen zu Lautgebilden zu formen, die in anderen Menschen gleiche oder ähnliche Vorstellungen erwecken, bezeugt die rein geistige Kraft des Wortes, auch in der Welt der Materie. Insofern ist die Sprache die Voraussetzung für jegliche Kultur. Ohne Sprache gäbe es keine sinnvolle Gemeinschaft unter den Menschen. In alten Zeiten, als die Menschen noch mit der Natur im Einklang lebten, entsprach ihre Ursprache ihrer geistigen Einstellung. Im Laufe der Zeit entfremdeten sich die Menschen von der Natur und sie verloren dadurch auch den Kontakt zu der geistigen Welt. Die alte gefühlsbetonte Ursprache verwandelte sich in eine abstrakte, hartklingende Gehirnsprache. Deshalb bleibt den heutigen Menschen vieles verborgen, was für die früheren Menschen selbstverständlich war. Doch das Licht des Geistes ist unzerstörbar. So wie aus Abgestorbenen immer wieder neues Leben hervorblüht, so lebt der Sprachgeist in den Menschen weiter. Die Menschen erkennen nicht mehr den geistigen Inhalt ihrer Sprache und können deshalb das Wort nicht zur Wirksamkeit bringen. Den Ursinn des Lautes, des Wortes, der Sprache wieder aufleben zu lassen, ist heute die Aufgabe der Esoterik. Sie muss daher Wissenschaft und Religion zugleich sein, Wissenschaft gleich Wissen schaffen, damit sie zum Fundament einer höheren Lebenserkenntnis wird. Religion gleich, um den Menschen einen Rückweg zu bahnen zu den verkümmerten Kräften ihrer Geistnatur. In der Edda finden wir eine Fülle von Mysterien in den Namen und Gleichnissen. Doch der Glanz der Edda verblasste, weil der geistige Ursinn ihrer Worte verloren ging. Von allen Weisheiten blieben nur Worthülsen, die den modernen Menschen kaum ansprechen. Und doch bergen diese Geistdokumente das ganze Wissen vom Wege des Menschen, vom Sinn des Lebens, von den Gesetzmäßigkeiten eines harmonischen Zusammenlebens der Menschen und vom Walten der Göttlichkeit. Weise Runenmeister und Seherinnen formten ihre Erkenntnisse in kraftvolle Worte der alten Entsprechungssprache. Doch die weisen Reden sprechen die meisten Menschen nicht mehr an,
weil sie nur den oberflächlichen Buchstabensinn sehen. Die Edda ruft: Seht auf die Laute, seht, wie aus heiligen Worten Ideenverbindung werden, die eine ganze Welt voll Erkenntnisse einschließen. Nehmt die Schlüssel, die das Geheimnis des Wortes auftun. Fühlt die lebendigen Laute und eure Sinne werden die ewigen Wahrheiten aufnehmen. Jedes Wort, auch ein gedankenlos gesprochenes, besitzt eine tiefgehende Kraft, die im Sprecher und Hörer auf magische Art Vorstellung, Empfindung und Willensakte hervorruft. Oft kann ein einziges treffendes Wort zur Ursache nachhaltiger Wirkung werden, die Bindungen knüpfen oder zerstören, je nach der Strahlkraft, die dem Worte innewohnt. Ehe der Mensch ein Wort ausspricht, sollte er deshalb gut überlegen, was er damit in Bewegung setzt. Es steht wohl in seiner Macht, etwas auszusprechen, jedoch die Wirkung und Tragweite seines Wortes entzieht sich seinem Einfluss, denn es gehört nicht mehr ihm, sondern seiner Umwelt und kann Gutes oder Böses erzeugen. Worte können Liebe, Ehrfurcht und Andacht bewirken, aber auch Hass, Verachtung und Spott. Dies alles zählt nicht nur zur Mystik der Sprache, sondern auch zur Magie der Laute, welche die Träger der eigentlichen Wortkraft sind. Agrippa von Nettesheim schrieb darüber in seinen magischen Werken: Das gesprochene Wort hat seine Wirkung durch die Stimme und in der Eigentümlichkeit der Aussprache. Die Rede führt nicht allein den Gedanken, sondern auch die Kraft des Sprechenden mit sich und ist eine Energie, die den Zuhörern entgegengesendet wird. Jene Worte aber sind von größter Wirksamkeit, welche geistige und kosmische Dinge auf eine verständliche und mystische Weise darstellen. Sie sind gleichsam Zeichen und Vorstellungen, welche die Kraft übernatürlicher Dinge besitzen. Agrippa von Nettesheim erklärte auch die Kräfte, die im magischen Gesang Ausdruck liegen und durch die gelenkte Schwingung des Tones die Wirkung der Rede steigern. Was er über Anrufung und Beschwörung der zeremoniellen Magie beschreibt, findet breite Anwendung in allen Religionen und Liturgien. Es zählt zum Urwissen der Menschheit, dass kultische Gesänge oft verbunden mit rhythmischen Tänzen das Unterbewusstsein des Menschen in besonderem Maße mit dem kosmisch-geistigen Sphären verbinden. Aus dieser Sicht werden die Überlieferungen nordischer Seherin verständlicher, die von einer Sprache der Götter berichten. Sie sei tönendes Gefühl und redendes Denken. Die Sprache der Götter kennt keine harten Laute, da sich Empfindungen hauptsächlich in Tönen äußern, verwandte man in der Ursprache zur Bezeichnung erhabener Dinge Worte mit möglichst vielen tiefgründig Tönen, Vokalen. Unsere heutige Sprache zerfällt in gefühlsbetonte Vokale, Selbstlaute A, E, I, O und U und mehr oder weniger kalte Konsonanten, Mitlaute B, C, D, F, G und H. Welcher Unterschied besteht zwischen beiden Lautgruppen? Die Selbstlaute tönen weich und bringen unsere Gefühle zum Ausdruck. A gleich Erstaunen, Verwunderung, Bewunderung. E gleich Aufmerksamkeit erregen. I gleich Abscheu. O gleich Freude, Verständnis. U gleich Empfinden von Angst oder auch Verbindung, wie zum Beispiel Au gleich der Schmerz. Während die Mitlaute meistens hart und gefühllos klingen, diese Lautelemente prägen auch den Gegensatz zwischen unserer heutigen Sprache und der Ursprache. Die Ursprache ist vokalreich und klingt melodisch, weich und gefühlvoll. Unsere zivilisierte Jetzt-Sprache dagegen ist vokalarm und klingt hart und abgehackt. Die bekannte Esoterikerin Blavatsky schrieb in ihrer Geheimlehre treffend: Die magnetische Kraft der menschlichen Sprache ist der Anfang einer jeden okkulten Manifestation. Namen und Worte sind wohl oder übeltätig, entsprechend den verborgenen Einflüssen, die von der höchsten Weisheit in ihre Elemente gelegt wurden. Das heißt, in die Buchstaben und in die Zahlen,
die diesen Buchstaben entsprechen. Jeder Laut hat seine verborgene Bedeutung. Er ist Ursache und Wirkung, und eine bestimmte Verbindung von Buchstaben bewirkt höchst magische Effekte. Insbesondere die Selbstlaute haben die geheimsten und stärksten Kräfte. Weil Ton und Rhythmus in enger Beziehung zu den vier Elementen der Alten stehen, erwecken die Schwingungen im Luftäther auch die entsprechenden Geistkräfte. Buchstaben als Urtöne entsprechen Musiknoten, auch Zahlen und Farben. Der angesehene Esoteriker Rudolf Steiner schuf die Grundlagen einer neuen Sprachwissenschaft. In seiner Eurythmie, Gebärdensprache, und Lautsymbolik, Wortsprache, der mimischen Bewegung und der Musikalität des Tones sah er Offenbarung des Geistes. An vielen Stellen seiner Werke spricht Rudolf Steiner von der Ursprache. Ihm war sie kein abstrakter Begriff, sondern ein kosmisches Ereignis und ein urgeschichtlicher Vorgang, der bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Steiner erblickte im Stabreim, siehe Edda, die Urform der gebundenen Rede. In dieser Reimart werden Selbstlaute und Mitlaute scharf getrennt. Selbstlaute reimen sich aufeinander, als wären sie alle urverwandt. Mitlaute dagegen fügen sich nur zu ihresgleichen. Auch in unserer Jetzt-Sprache existieren noch Spuren der alten Redewendung, zum Beispiel Stock und Stein, Nacht und Nebel, Haus und Hof, Tod und Teufel, frisch und froh und so weiter. Rudolf Steiner schuf die Möglichkeit, im Labyrinth der heutigen Sprache den Zugang zur Ursprache zu finden und ihr Wesen zu erkennen. Er grenzt die Hauptreiche der Laute scharf ab. Vom Urbeginn dienten die Mitlaute dazu, die Außenwelt nachzubilden, während die Selbstlaute unsere Innenwelt widerspiegeln. Selbstlaute sind also der Ausdruck des Ichs, Mitlaute des Nicht-Ichs. Ähnliche Erklärungen über Sinn und Funktion der Konsonanten und Vokale gibt es in den verschiedensten Richtungen. Nach der altägyptischen Tarotlehre, aber auch nach der altindischen Mantramlehre von den Kräften des Wortes, sind die Konsonanten der Ausdruck von Ideen. Sie zählen daher zur mentalen Sphäre, zur geistigen Gedankenwelt. Die Vokale hingegen beleben diese Ideen. Sie sind der Lebenshauch Gottes. Das ist auch der Grund, dass die alte Astrologie die Konsonanten, den Tierkreiszeichen, den mentalen Kräften, die Vokale jedoch den Planeten, den astralen Kräften, im Menschen zugeordnet hat. An den Vokalen erkennen die Wesenheiten der anderen Ebenen die Gesinnung und das Wollen eines Menschen. Da sich Empfindungen hauptsächlich in Tönen, Selbstlaute, äußern, verwendet man in der Runenmagie die klangvolle Ursprache. Mit Gesang und gelenkter Schwingung des Tones wird die Wirkung der Worte, Anrufung, Beschwörung usw. gesteigert. Die Sprache ist kein Zufallsprodukt aus einem Durcheinander, sondern sie ist ein geistiger Geburtsakt. Was im Keime vorhanden ist, entsteht und wächst. Das, was wir mit der Sprache an Gedanken und Bildern ausdrücken, haben unsere Vorfahren schon viel früher gedacht. Alles Erdachte ist schon einmal früher Erdachtes. Im Logos der Sprache liegt etwas Schöpferisches. Ihre Laute verbinden sich mit den Urschwingungen des Alls. Nicht alle Laute haben den gleichen Strom, die gleiche Stärke, die gleiche Schwingung. Wer es lernt, sich mit den Allkräften zu verbinden, der kann sein Schicksal steuern. Die Sprache ist der Widerschein der Welt. Sie ist aufgebaut auf die Erkenntnis des Gesetzes vom Entstehen, Sein und Vergehen. Wer die Sagen, Mythen und Geheimlehren ergründen will, muss die Ursprache kennen, weil darin der Schlüssel der Geheimsprache liegt, die von den alten Priestermagiern benutzt wurde. In keiner Sprache dieser Erde gibt es ein Wort, das nicht in den Urzeichen, also Runen, seine Wurzel fände. In der heiligen, unausgesprochenen Sprache des Sanskrit blieb die Ursprache am längsten erhalten. Die Ursprache kann man nur jenseits der Grammatik entdecken. Wenn du in die Zeittiefen der Ursprache vorgedrungen bist, wird dir eine merkwürdige Eigenheit im Bau der Ursprache auffallen.
nämlich die Dreideutigkeit jedes Urwortes. Eigentlich ist es ein Gesetz der Polarität, das sich unter der Dreideutigkeit versteckt. Jedes Wort hat einen positiven und einen negativen Sinn. Zwischen beiden Polen aber findet sich immer Worte, die einen neutralen Charakter haben. Die Sprache ist ein Mysterium der Schöpfung. Sie ist nicht nur zweifach in Laut und Schrift, sondern alle Laute sind auch auf den Gegensatz aller Dinge aufgebaut. Gut und Böse, Hell und Dunkel, Licht und Finsternis, Zeit und Raum, Anfang und Ende, oben und unten. Der Büchermarkt wird laufend mit dubiosen magischen Runenbüchern beglückt. Bei den meisten kann man schon bei einer oberflächlichen Betrachtung die Minderwertigkeit dieser Machwerke erkennen. Auch im Internet geistern solche Bücher und Jünger der magischen Futagrun herum. Was tun? Wenn du zum Beispiel in einer Buchhandlung ein Buch in die Hand nimmst, das Runenmagie anpreist, prüfe, ob es die magische Futorg-Reihe als Grundlage hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann lege das Wort wieder auf seinen Platz zurück. Spare dein Geld, denn dies sind schlechte Abkupferungen von schulwissenschaftlichen Weisheiten. Frühe nordische Runenreihe, frühgeschichtliche Runenreihe, spätgeschichtliche Runenreihe und ähnliche mehr. Ohne realen Hintergrund. Gab es diese anderen Runenreihen? Ja, es gab sie. Allerdings erfüllten diese Runenabwandlungen verschiedene Zwecke. So hatten zum Beispiel die Hexen, Hackdiesen, Wülfers, Beten und so weiter und Runenmeister eigene Binderunen und runenähnliche Geheimschriften entwickelt, um ihre magischen Texte, Beschwörung, Flüche, Bannung, Segnungen und so weiter zu verkahlen, die sie in Stein meißelten, in Holz oder Schmuckstücke ritzten. Sie wollten auf diese Art verhindern, dass ein anderer die Texte liest und den Inhalt unwirksam macht oder in das Gegenteil umfunktioniert. Die nordischen Völker kannten nur die vanischen Futorg-Runen als magische Zeichen und Symbole. Sie hatten über das Bedürfnis, sich auch schriftlich zu verständigen. Deshalb entwickelten sich in den Dörfern, Stämmen und Völkern die unterschiedlichsten Runenabwandlungen als Schreibschrift. Ebenso entstanden in der Sprache die verschiedensten Dialekte. Diese Vielfalt bzw. Verwirrung führte dazu, dass sich die Menschen nur innerhalb ihres Dorfes oder Stammes schriftlich verständigen konnten. Diese zahlreichen Runenabwandlungen versuchen einige möchtegern Runenesoteriker als magische Futag-Runenreihe zu verkaufen. Wenn man zum Beispiel die zahlreichen Runenangebote im Internet betrachtet, die zweifelhaften Gebilde sieht und die unsinnigen widersprüchlichen Erklärungen liest, kann man nur den Kopf schütteln. Naja, Denken ist nicht gerade eine Stärke der Abschreiberlinge und pseudo-religiösen Sektierer. Da sind viele Erklärungsversuche von Schulwissenschaftlern etwas realistischer. Ein griechischer Bischof sorgte für Abhilfe. Als Mittelweg zwischen der lateinischen Schrift und den zahlreichen Runenschriften entwickelte er eine einheitliche Schriftart, die sich schnell verbreitete und später unter der Bezeichnung Sütterlinschrift bekannt wurde. Zahlreiche Intellektuelle, möchtegern Runenesoteriker und völkische Apostel behaupten, dass die Futorg-Runen eine Erfindung von Guido von List seien und nennen sie deshalb Amanen-Runen. Das ist natürlich absoluter Unsinn, denn die magischen Futorg-Runen sind älter als Guido von List. List hat die Futorg-Runen lediglich mystifiziert und nach seiner Auffassung interpretiert. Erstens, Wodans Runenlied aus der Edda weist eindeutig auf die Futorg-Runen hin, ebenso die Uralinda-Chronik und der Bragi-Staff. Zweitens, nur die Futorg-Runen können für Runenübung und magische Praktiken problemlos verwandt werden, Formen und Logik. Drittens, nur die Futorg-Runen stimmen in Form und Logik mit den Runenzahlen, zu finden in Nettesheims magischen Werken, überein. Und viertens, Inhalt und Form der Runenmagie, die 18 Runen des Futorg, die Runenzahlen, die Astromagie der Runen, Runenübungen,
Runentrance, Runenrituale, Weissage, Runenlaute, Runengesang, Runentritte, Runentanz, die praktische Runenmagie der Wanen, Schwan und der Asen, Pferd. Welche Bücher sollte ein ehrlich Suchender lesen bzw. studieren? Jeder Suchende sollte sich bemühen, ältere Runenbücher, die es zum Teil nur noch antiquarisch gibt, aufzutreiben. Hierbei spielt der Autor eine große Rolle. Deshalb ist es nützlich, wenn man die Namen von den Klassikern der Runenesoterik kennt. Ein paar Namen: Hugo Gehring, Dr. Telscher, Herbert Reichstein, H.A. Bühler, Karl Simrock, Jakob Grimm, Perit Schau, Werner von Bülow, Walter Blachetta, Tristan Kurzahn, Jan de Vries, Agne Ström, Dionys Josse, Rudolf John Gorsleben, Felix Gensmer, Guido List, Bernhard Mabi, Siegfried Kummer, Hermann Wirth, Karl Spiesberger. Bei den Klassikern findet man zwar unterschiedliche Auslegungen und Schwerpunkte, dennoch sollte man keines der alten Bücher unbeachtet lassen. Aus allen kann man etwas lernen. Die Runen wurden von jeher geritzt, gerötet, geraten, gestellt, gegangen und getanzt. Sie sind der körperlich-geistige Ausdruck des Göttlichen im Menschen. Die körperlich dargestellten Runen sind atlantische Tänze zu Ehren des Lichts. Sie symbolisieren analog den Sterntanz im Weltall. Die alten Runenmeister lehrten ihren Schülern: Euer Körper ist der Tempel der Götter. Wenn also der Körper der Tempel der Götter ist, dann ist der Tanz, der Ritus, Gottesdienst. 18 kosmische Runen lehrte uns der Allvater als Urrunen, 18 sphärischen Tönen gleich, die im Weltall schwingen. Die 18 Runen des Futorg sind auch der Schlüssel zur Erkenntnis der Eigenheiten ihrer Schwingungen. Jede Rune hat einen bestimmten Namen, der gleichzeitig Wurzel und Urlaut ist. Für jeden Eingeweihten und Kenner der Überlieferung steht außer Zweifel, da schon vor tausenden von Jahren die Götter Erkenntnisse auf astronomischem Gebiet besaßen, die ihnen die Schlüssel des Runenkanons gaben. Insofern wurden die Runen auch als astronomische Zeichen verwandt. Die Bestandteile der einzelnen Runen sind Ausschnitte aus einer geometrischen Figur, die seit alters her den Kosmos versinnbildlicht. Es ist das in einen Kreis eingeschlossene Sechseck, dessen Spitzen die Enden der Hagal-Rune, Hag-Al, das Allhegende, der Kosmos, berühren. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines überlegten Wollens. Ein Blick auf die Form der einzelnen Runen zeigt auch einen Uneingeweihten, dass die einzelnen Runen aus dem Hag-Al herausgeschnitten und Bestandteile des Ganzen sind. Runenkanon. Die Magie der Runen ist zu allen Zeiten gelehrt und gekonnt worden, war aber zu keiner Zeit unbekannter als in unserer ungeistigen, vom materiellen Wahn versumpften Gegenwart. Die Runenmagie besteht nicht aus irgendwelchen Schnörkeln oder dubiosen Hokuspokus, sondern hat ganz konkrete und logische Grundlagen. Das beginnt schon beim Runenkanon, der in seiner Gesamtheit ein uraltes Symbol des Kosmos, des Hag-Al ist. Das Symbol verkörpert also das, was in der Esoterik als Makrokosmos bezeichnet wird. In der Mitte eingebettet befindet sich ein senkrechter Strich, also die Is-Rune, oder genauer gesagt die Ich-Rune. Warum? Zur Erklärung werde ich ein paar esoterische Lehrsätze heranziehen. A. Der Mensch ist ein Kosmos im Kleinen, also ein Mikrokosmos. B. Wie oben, so unten. C. Der menschliche Körper besteht aus allen Stoffen, die es auf der Erde gibt, im gleichen Verhältnis, wie sie in der Erde vorhanden sind. D. In jedem Menschen wohnt ein Dämon. Und E. Jede Magie geht vom Ich aus, nicht
von zweifelhaften Zaubersprüchen oder Ritualen. Aus dem Angeführten wird klar, warum die Ys-Rune bei allen magischen Futhorc-Runen den Mittelpunkt bildet. Jede Futhorc-Rune ist ein Bruchteil des Kosmos und birgt deshalb unterschiedliche kosmische Energien, die der erfahrene Runenmeister entsprechend dem Zweck bündelt und einsetzt, in Gegenstände ritzt, meißelt oder bei magischen Operationen. Die alten Runenmeister waren der Überzeugung, dass die Magie am wirksamsten ist, wenn sie geheim bleibt. Sie führten deshalb zwei Namen, den privaten Geburtsnamen und einen Magiernamen. Der Magiername musste geheim bleiben, ihn durfte kein Außenstehender wissen. Denn die Kenntnis des Magiernamens hätte es einen Außenstehenden ermöglicht, dem Runenmeister Schaden zuzufügen. Deshalb verkahlte er seinen Magiernamen in Form einer Binderune oder einer selbstgestalteten Sigille. Je nach der Art der Runenritzung, Segen, Bann, Fluch und so weiter, wurden die Runen mit verschiedenen Methoden verschlüsselt. Hiermit sollte verhindert werden, dass Dritte den Zweck der Magie in das Gegenteil umwandeln. Die einfachste Verschlüsselungsart war die Anwendung der sogenannten Zweigrunen. Ein Beispiel: In der Mitte steht die Ys-Rune. Der linke Teil gibt an, zu welchem Göttergeschlecht die echte Rune gehört. Die rechte Seite sagt aus, an welcher Stelle die Rune steht. Jede einzelne Rune lässt sich also durch zwei Angaben der Zweigrune bestimmen. Erstens das Göttergeschlecht und zweitens die Stelle im Göttergeschlecht. Die Runen teilte man unter drei Göttergeschlechtern auf. Das sind erstens die Asen, gleich Fa, Ur, Tor, Os, Rit und die Ka-Rune. Zweitens die Vanen in Hag-Al, Not, Is, Ar, Sieg, Tier, Rune. Und drittens in Tius, in Ba, Lav, Man, Ir, E und der Gibor-Rune. Die abgebildete Zweigrune gehört zum Göttergeschlecht der Asen und steht an zweiter Stelle. Diese Zweigrune stellt also die Urrune dar. Jede Futhorc-Rune hat bestimmte Eigenheiten und Möglichkeiten. Jeder Eingeweihte weiß, dass jede Rune ein Gegen- oder Ergänzungsrune hat. Die Fa- und die Os-Rune oder die Not- und die E-Rune. Fa ist eine Senderune und Os ist eine Empfangsrune. Diese Runenkombination setzt der Runenmeister zum Beispiel zur Unterstützung von Heilprozessen ein. Wenn man dagegen Not und E zusammenfügt, wird daraus Hagal. Ebenso beim Man und Ir. Also ein ideales Ergebnis. Bei der Herstellung von Amuletten oder bei magischen Operationen benutzt der Runenmeister aus mehreren Runen zusammengesetzte Binderunen. Im linken Kreis befindet sich eine einfache Binderune, bestehend aus der Mahn-, Sieg- und Bar-Rune. Diese Binderune könnte in das Amulett eines Mannes geritzt werden, der eine Vaterschaft erhofft. Im rechten Kreis sind in den Binderunen der Hexagrammspitzen zahlreiche Segenswünsche und Hoffnung, Familie, Beruf, Gesundheit verankert. Um bestimmte Wünsche und Ziele noch präziser auszudrücken, schufen die Runenmeister Kombinationen, die sie aus Runen und anderen esoterischen Symbolen zusammenstellten. Hier die Abbildung oben. Erstens Irminsul, Erdgeist, Doppeltor, also Vatersohn. Zweite Man, Ir und Ka-Rune. Drittens Zio oder Man, Tier, Hag-Al-Rune, Sol. Viertens, Tor-Rune, Sieg-Rune, Lichtbringerkreuz.
Entscheide immer aus deinem Herzen, aber halte immer die Augen auf. Sei bei allen skeptisch, leg dich nicht fest und zweifle. So kommst du der Wahrheit näher. So grausam und aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, stelle dich jeder Situation und schaue nicht weg, hinterfrage sie. Dann ist alles gut.